Moin, liebe Satisfryer. Heute gibt's mal ganz schnell was aufs Dach. Wir alle kennen diese Instant-Nudeln. Also ich brauche mal nicht so viel Geheimnistuerei machen, wegen steht ja alles im Titel mal drin. Diese Instant-Nudeln, entweder die oder andere, ist hier wie gesagt immer unbezahlte Werbung. Hat ja jeder von euch locker mal zu Hause gehabt, wird sie irgendwann mal haben und macht mir da noch keinen vor. Hat doch jeder mal irgendwie. Und wenn nicht, dann eben nicht, dann ist das nicht euer Video. Halb so wild. Also, ich zeige euch heute, wie man hier aus diesen einfachen Instant-Nudelsuppen noch ein bisschen was rausholen kann. Ich mache schon mal hier den Herd an, denn das ist insgesamt eigentlich eine schnelle Nummer. Ich würde sagen, wir fangen erstmal an, kurz bei den Zutaten. Also wir haben zwei Nudelsuppen, ich mache heute für zwei Personen. Zwei Eier, Butter, Currypaste und Milch. Und wie der ganze Kram irgendwie zusammengeht, das zeige ich euch jetzt nach dem Intro. Gut, als allererstes packen wir uns die aus. Ich habe den Topf schon mal angemacht. Da ist ein ganz kleiner Schluck Wasser drin. Da geht es mir in erster Linie nur darum, gleich die, ich nenne sie mal Gewürze und Brühen und so weiter aufzulösen. Das Brühenpulver, Suppenpulver, ja moin. Verpackung zeigt hier, gibt mir wieder alles. Dass wir das einmal kurz lösen können. Ich nehme als Basis immer Chicken. Das ist ganz euch überlassen. Genauso wie das Fabrikat. Ne? Also ihr könnt euch da auch einen anderen Hersteller suchen. Ich kann hier nur für den Salzgehalt und die Würzstärke und so weiter von dem Produkt gerade bürgen. Aber dass diese Produkte insgesamt sehr salzig sind, das wissen wir, glaube ich, alle. Und das ist halt auch nichts Vollwertiges, ne? Also, das sind halt auch keine großartigen Mahlzeiten. Das ist mehr so ein Snack zwischendurch, würde ich sagen. Ja, lass uns das lieber so abstempeln. Ist heute auch so. Meine Frau hat gesagt, sie hat irgendwie ein bisschen Hunger, also ein bisschen Appetit. Und ja, ups. Wir hätten jetzt natürlich auch schon rein Milch nehmen können. Natürlich auch klar. So, jetzt haben wir hier erstmal das Pulver gelöst, so ein bisschen. Komm mal her, ja. So, wir können jetzt hier schon einen Schluck Milch drauf machen. Scheißegal. Zack. So, dann haben wir da ein bisschen Flüssigkeit drin. Das Zeug ist nämlich jetzt schon heiß. Und dann packen wir da schon mal unsere Nudeln rein. Und durch den Rest, den ich hier schön verkackt habe, muss ich gleich vom Brett kratzen. Einfachste Essen und schon das Chaos. Ja, ist ja gut. Beruhig dich. Hier hinten auch schon alles eingesaut. Sehr gut. So, wir hören, dass das jetzt leicht anfängt zu köcheln da unten. Wir kochen jetzt erstmal die Nudeln gar, beziehungsweise können wir auch jetzt gerne schon würzen. Und zwar nehme ich dafür diese gelbe Currypaste. Ihr könnt noch eine grüne nehmen, eine rote, wie auch immer, welchen Schärfegrad ihr da ertragt. Ich hole nochmal Löffel. Die Schärfe müsst ihr selber im Blick behalten. Jetzt, wo das hier so richtig schön kocht, könnt ihr schon weiteren Schluck Milch machen. Das wird hier gleich so ein bisschen wie im Risotto-Style. Die Nudeln nehmen Flüssigkeit auf, es verdampft ein bisschen was und so weiter und so fort. Und wir gießen immer nur so Stück für Stück das Nötigste an Flüssigkeit auf. Jetzt sollen die Nudeln aber erstmal weich werden. So, zur Paste nochmal. Nehmt eine grüne, nehmt eine rote. Euer eigenes Level an Schärfe könnt ihr hier reinballern. Die hier finde ich besonders lecker, weil sie eben nicht so scharf ist. Da kann man ein bisschen mehr von nehmen, um was von dem Geschmack der eigentlichen Currypaste zu haben, ohne dass einem das Blech wegfliegt. Ich selber nehme aber trotzdem nur so viel, denn die ist auch sehr salzig. Also das heißt, wir tasten uns da langsam ran. In so einer Flüssigkeit löst sie sich allerdings besser auf. Deswegen so einen halben Teelöffel nehme ich erstmal nur. Komm, ach, ich nehme einfach so ein Dreiviertel Teelöffel. So, vorsichtig sein, weil auch die bringt eine Menge Salz mit sich. Nicht, dass ihr euch das Essen nachher versalzt. So, wenn die untere Schicht hier schon mal so ein bisschen in der Flüssigkeit gelegen hat, dann kann man das schon mal wenden. Dann fallen die nämlich schon leicht auseinander. Am besten so wie ich hier unter Volldampf kochen, einfach damit dann auch immer wieder Flüssigkeit, also Wasser verdampft, mehr von der Milch bleibt. Das hilft euch auch dabei, ein bisschen die Currypaste zu entschärfen. Zum einen im Scharfsinne und zum anderen im Gesamtvolumen ein bisschen so das Krasse rauszunehmen. Ihr habt gesehen, jetzt immer wieder einen kleinen Schluck zu. Dann pult ihr die Nudeln so ein bisschen auseinander, sobald es geht. Zerbrecht sie nicht. Dann könnt ihr sie später vielleicht besser, wenn ihr so, wir essen immer gerne mit Stäbchen, finden wir ganz juxig. Dann könnt ihr sie besser später hochnehmen und schlürfen. Das Paket, na komm schon, das Paket ist jetzt auch gleich soweit. Wenden wir einmal durch. Wenn ihr wollt, könnt ihr jetzt noch ein bisschen würzen. Ne? Also macht da irgendwie noch dran, was ihr wollt. Aber achtet bei Gewürzmischung besonders auf das Salz. Aber im Grunde genommen hat diese Currypaste eigentlich schon alles, was sie braucht. Gleich habe ich hier noch so ein bisschen Butter. Das ist mein Paket zum Kochen. Das sieht wahrscheinlich aus wie Sau da drin. Ja, geht so. Nehme ich jetzt einfach mit dem Currylöffel, scheißegal. Und mache dann nur so eine, naja, so eine Flocke für zwei Personen. Was heißt Flocke, ne? So ein kleines Stück hier. Kommt da gleich auch noch ran. Und denkt dran, wenn ihr so unter Volldampf kocht, wie ich jetzt hier gerade, so wie ich es euch geraten habe, immer schön in Bewegung halten. Und jetzt fast kein Wasser mehr da. Ich sage bewusst Wasser, ne? Also, weil Milch besteht ja zum größten Teil auch aus Wasser. Und jetzt immer wieder vorsichtig angießen. Und das macht ihr jetzt so lange, bis ihr merkt, dass die Nudeln nicht mehr fest sind. So wie hier vorne so, dass sie noch ihre Form behalten. Bei dieser Art und Weise, es zuzubereiten, sind die einfach ein bisschen schlotziger. Da sind die nicht so al dente, sondern eben ein bisschen, ja, matschiger, saftiger, knaftiger. Ich weiß nicht, wie ich es euch beschreiben soll. Köstlich, schmöchtlich, saftig, knaftig. Einfach schlotzig, schlonzig, wie auch immer die guten Fernsehköche das damals immer gesagt haben. Wahrscheinlich bis heute noch. Ganz so weit sind wir noch nicht.
Nochmal wieder angießen. Und dann kriegt ihr danach und nach so richtig creamy Nudeln. Bewegt das immer viel. Zum einen, damit es euch unten nicht ansetzt. Und zum anderen, um noch so ein bisschen die letzte Stärke aus diesen günstigen Nudeln rauszuholen. Um das Ganze eben auch noch schön abzubinden. So, und jetzt sind wir eigentlich schon kurz vorm Ziel. Ja, gutes Geräusch. Kleinen Schluck mache ich jetzt nochmal. Ja, und so muss das. Das muss flapschen. So, Platte aus. Können wir unsere Butter reinmachen. Die bringt, kühlt das Ganze ja sowieso schon so ein bisschen ab. Ein allerletzter Schluck Milch. Aber also vorsichtig, ganz vorsichtig. Hier nur so eine Träne ran. Das vermengen wir jetzt erstmal. Auch die Butter hilft natürlich dabei, dieses kräftige Gesamtpaket ein bisschen runder zu machen, ein bisschen weicher zu machen. Das Fett hilft dabei natürlich, den Umami-Faktor dabei noch weiter anzuheben, obwohl die Packung, glaube ich, sowieso schon voll mit Glutamat ist. Ja, ne? Das darf flapschen. Am besten so, dass unten keine Flüssigkeit mehr richtig drin steht, dass sie immer irgendwie an Nudeln gebunden ist. Und jetzt ein bisschen das Ganze immer so ein bisschen anheben. Und Luft runterheben bzw. Temperatur ein bisschen rausnehmen. Das ist jetzt nämlich auch schweineheiß. Zum goldenen Abschluss kommen wir gleich. Und ich sage jetzt schon mal vielen Dank fürs Zuschauen. Denkt dran, dranbleiben. Hier kommt gleich noch das Finale. Drückt auf jeden Fall auf Abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Wenn ihr mehr sehen wollt von dem Kanal, dann wird euch auch mehr vorgeschlagen. Haut ein Like raus und einen Kommentar. Und ja, dann kommen wir jetzt so langsam zum Finale. Immer mal wieder so anheben, um Temperatur rauszukriegen. Um das noch schlotziger zu machen. Noch sapschiger. Hier drüben. Ich habe mir einfach ein Glas hingestellt. Das ist ganz gut. Ich brauche nämlich nachher, brauche ich sogar noch Eiklar. Und jetzt kann ich hier mir einmal kurz ein Ei raustrennen. Ein Ei raus, also ein Eigelb raustrennen. Sorry. So, muss auch nicht super sauber sein. Das legen wir hier oben drauf. Oha, selten so dämlich angestellt. Und das hier oben drauf. Wenn ihr richtig fancy seid, könnt ihr das natürlich auch in eure einzelne auf den Teller geben oder in die Schüssel, wie auch immer. Und jetzt das Ganze nochmal schnell einmal so unterheben. Wir haben extra... Na toll. Wir haben extra Temperatur rausgenommen, damit uns das nicht sofort zum Rührei wird. Und hier haben wir so ein bisschen den, wie bei der Carbonara, den Effekt, dass hier einfach noch mehr abgebunden wird, das Ganze noch sapschiger und noch vor allem leckerer wird. Umami habe ich eben gerade schon angesprochen. So Eigelb ist da ja, ist ja ein unheimlich leckeres Ding auch. Das muss ich hier nur irgendwie schaffen, einigermaßen mit diesen Stäbchen das aufzuportionieren. So. Gar nicht so schlecht. Dann haben wir jetzt das Finale durch. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal bei Satisfied mit wieder vorher einer sauberen Küche und danach nicht mehr. Bis dann.